Mein Name ist Jamil Zino, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Syrien. Ich studiere erneuerbare Energien hier an der HDW Saar. Ich bin in den vierten Semester und ja, ich wohne hier in Saarbrücken. Eigentlich eine Wohnung hier in Saarbrücken zu finden, war ein bisschen schwierig, insbesondere hier in Mallstadt, weil Mallstadt ist in der Nähe von HDW Saar. Ich habe ungefähr 2 Monate lang immer durch eBay Kleinanzeiger gesucht, eine Wohnung zu finden. Ich habe 4, 5 Wohnungen besichtigt, 4 davon wurden abgelehnt und letztendlich hat es das geklappt, nach 2 Monaten halt. Für Studenten, die außerhalb Saarland kommen, die sollen ein bisschen Mühe geben und viele Besichtigungstermine auf einem Tag begrenzen, damit sie einmal kommen und Wohnungen besichtigen, weil ohne Besichtigung von den Wohnungen, der Vermieter akzeptiert das nicht einfach, die Wohnung abzugeben. Man muss die Anfrage zum Beispiel mit vollständigem Name, Nachname, zum Beispiel wenn man studieren will, man sagt, ich bin Student, ich habe mich immatrikuliert, Immatrikulationsbescheinigung sind auch gut zu beweisen. Und wenn man Arbeit hat, zum Beispiel, man fügt einen Arbeitsvertrag mit den Unterlagen. Bei mir war am wichtigsten, dass die Wohnung zum ersten in der Nähe von der HDW Saar sein, weil ich dort studiere. Zum zweiten muss in der Nähe von den Lebenslaufmärkten sein, also im Stadt. Weil ich muss nicht zum Beispiel mit dem Bus oder Verkehrsmittel 5, 6 Kilometer fahren, damit ich etwas kaufen für meinen Haushalt. Wo ich wohne, also sind in 2 Minuten zu Fuß. In Breitestraße gibt es eine zahlreiche von Läden und Märkte. Man kann dort Lebensmittel kaufen. Man hat auch eine andere Variante, dass man mit dem S-Bahn zum Beispiel zum Barista-Platz fährt und dort gibt es Aldi, Rewe zur Verfügung und sind auch mit dem S-Bahn leicht zu erreichen. Das war's, Roba Maran, Chironike Buchan.